Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Frank Schibidop von der Online Academy und ich habe heute mal wieder einen Quick-Tipp für die Synology-Benutzer unter euch mitgebracht. In dem Video heute geht es um das Thema Speicherplatz, insbesondere darum, was man tun kann, wenn der Speicherplatz mal knapp wird. Und zwar habe ich mal wieder ein typisches Alltagsproblem hier mitgebracht. Und zwar, was ist zu tun, wenn der Speicherplatz auf der Synology mal knapp wird? Ich habe ja in meiner Synology hier mehrere Volumes eingerichtet. Und hier kann man schon sehen, hier bei dem Volume 2 gibt es ein Problem. Ja, und zwar das Problem, dass hier eigentlich kein Platz mehr ist oder zumindest kaum noch Platz ist. Jetzt steht hier drin, ich hätte doch rund 250 GB frei, also noch rund 7%. Das ist natürlich nicht gerade viel und ist vor allen Dingen auch ärgerlich, dass das Ganze hier überhaupt steht. Was könnte ich jetzt hier tun? Ja, ich könnte jetzt natürlich ein weiteres Laufwerk hinzufügen. Das geht aber nicht. Da müsste ich mir erst ein entsprechendes externes Gerät anschließen, also sprich entweder eine USB-Platte, um die Daten da auszulagern, oder vielleicht gleich ein DX517, um dort noch weitere Festplatten einzubauen, um diese dann auch in dieses SAR-System mit einzubauen. Zu bringen. Und da es sich ja hierbei nicht um ein RAID-System handelt, kann ich natürlich auch keine weitere Festplatte einfach so austauschen und hinzufügen und reparieren, wie ich das ja schon mal in meinem anderen Video gezeigt habe. Das fällt natürlich auch flach. Gut, das ist natürlich für mich jetzt keine Option. Einfacher ist natürlich, wenn ich hier ein paar Daten hin und her bewege. Das ist wahrscheinlich die bessere Option. Denn ich sehe ja hier oben auf meinem Volume 1, da habe ich ja noch jede Menge Platz, 2 Terabyte noch. Also könnte ich ja ruhig ein paar Daten von diesem Volume verschieben. Das Ganze will ich jetzt hier auch machen. Also wir verschieben einfach einen Ordner, wo ein bisschen Platz ist, den wir woanders hin bewegen können. Das Ganze mache ich dann hier über meine Systemsteuerung. Ich gehe in die freigegebenen Ordner und suche dort die Ordner heraus, die auf dem Volume 2 liegen. Und das ist schon ganz ordentlich, 563 für das Backup. Hier gibt es natürlich noch ein paar andere Ordner, die auch noch relevant sind. Gucken wir mal, wie viel hier drin sind. 200 Daten, 87, okay, das lohnt sich jetzt nicht. Downloads, gucken wir da mal rein, ist auch nicht so der Wurf. Also wie gesagt, ihr müsstet hier eigentlich einen Ordner suchen, den ihr verschieben wollt, also wo ihr sagt, okay, das lohnt sich eventuell. In meinem Fall wäre das hier der Ordner Backup. Sinnvoll ist natürlich, da mal reinzugucken, was denn da wirklich drin steht. Also was ihr denn in dem Ordner wirklich habt, wobei das eigentlich auch völlig uninteressant ist. Ihr müsst halt eben nur gucken, ob ihr diesen Speicherplatz jetzt sozusagen freiräumen wollt. In meinem Falle wäre das jetzt hier, dass ich den Ordner Backup, das sind rund 560 GB, die könnte ich jetzt ganz bequem eben verschieben. Das Verschieben ist relativ simpel. Ich gehe auf den Schalter Bearbeiten hier oben und dann sieht man schon hier, wo denn das Ganze im Augenblick installiert ist. Also das Ganze ist hier bereits schon komprimiert und ich werde das jetzt hier einfach auf ein anderes Volume verschieben. Auf dem Volume 1, da habe ich hier 2 Festplatten drin, da habe ich also auch die Datensicherheit drin, dass wenn eine Festplatte ausfällt, dass das Ganze nicht so schlimm ist und das werde ich jetzt hier einfach speichern. So, wenn ich das hier speichere, dann kommt hier die Meldung, Achtung, denn während dieses Vorgangs wären alle verbundenen Dienste, die damit natürlich zusammenhängen, wie zum Beispiel der Drive-Ordner oder ähnliche Dinge, die werden natürlich dann in der Sekunde gestoppt. Das ist aber nicht weiter dramatisch. Ich weiß das ja jetzt, dass das halt eben ja, in dem Augenblick verschoben wird und ich arbeite jetzt in der Sekunde halt eben mal nicht mit dem Drive. Sicherheitshalber habe ich auch schon mal meine Drive-Clients eben alle angehalten, damit die da die Synchronisation jetzt nicht versuchen, gleich durchzuführen, damit das nicht in die Quere kommt. Wobei das auch jetzt nicht dramatisch wichtig sein wird. So, jetzt wird hier erstmal geguckt, ob hier auch wirklich der Speicherplatz ausreichend ist. Wenn das hier erledigt ist, dann werden wir das gleich sehen, dass das auch direkt schon losläuft. Ja, und wie ich das auch vermutet hatte, natürlich reicht der Platz auch aus. Jetzt werden die Daten hier auch tatsächlich verschoben. Und ja, der Datendurchsatz, ja, der ist natürlich abhängig davon, was das für Daten sind. Das hängt davon ab, ob das viele kleine Daten sind, große Daten sind, was auch immer. Also das, wie gesagt, könnt ihr natürlich gar nicht beeinflussen. Deswegen dürft ihr euch nicht daran stören, was hier unten steht, 2 Stunden 14. Das ändert sich hier auch andauernd. Ihr müsst das allerdings hier auch nicht die ganze Zeit eingeblendet lassen. Ihr könnt es auch ruhig ausblenden. Das ist also gar kein Thema. Ihr seht hier oben ja die Hintergrundaufgabe. Da seht ihr ja die Aufgabe, die gerade durchgeführt wird. Da oben sieht man das an diesem kleinen Symbol. Und wenn dieses Symbol halt eben verschwunden ist, ja, dann ist es eigentlich auch fertig. Wenn ihr die Aufgabe abbrechen wollt, dann könnt ihr die Aufgabe hier eben kurz abbrechen. Ansonsten müsst ihr einfach jetzt hier einmal den Augenblick abwarten, bis das Ganze fertig ist. Also wie gesagt, hier kann man das so ein bisschen kontrollieren. Und ja, da warten wir mal ab, bis das fertig ist. Und dann kontrollieren wir mal, ob das auch wirklich funktioniert hat. Hier sieht man das auch, dass der freigegebene Ordner gerade verschoben wird. Wie gesagt,
In der Zeit solltet ihr mit diesen Ordner nicht arbeiten. Wenn die Aktion abgeschlossen ist, solltet ihr das natürlich jetzt auch erkennen können, dass hier euer Ordner auf dem anderen Volume liegt. Und das Schöne daran ist, dass sämtliche Einstellungen, die auf diesem Ordner konfiguriert waren, auch direkt mitgenommen worden sind. Wir sehen das hier. Der Papierkorb ist nach wie vor deaktiviert. Auch das Kontingent ist deaktiviert. Es sind also genau die gleichen Einstellungen, die ich auch vorher hatte, wie auch die Datenkompression. Auch das hat sich nicht geändert. Das hat sich also, wie gesagt, eigentlich nur der Speicherort verändert. So, kontrollieren wir das Ganze jetzt noch einmal eben schnell hier im Speichermanager. Bei mir ging es ja um den Speicherpool 2, also besser gesagt um das Volume 2. Und dann kann man das jetzt hier ganz gut sehen. Von den anfänglichen 250 GB, die ich an Speicherplatz noch frei hatte, sind es jetzt 813. Und das entspricht genau der Größe des Ordners, den ich gerade auf das Volume 1 verschoben habe. Gut, damit bin ich auch am Ende von diesem Videotipp angekommen. Ich hoffe, dass es euch weiterhilft bei der Konfiguration eures eigenen Systems und dass ihr da keine Sorgen haben müsst, wenn mal so ein Problem auf euch zukommt, damit ihr auch wisst, wie ihr euch da dann verhalten solltet. Und wenn du dich vielleicht für weitere Themen bei Synology interessierst, dann wirf mal einen Blick auf unsere Webseite. Da findest du jede Menge Online-Kurse zum Thema Synology oder auch zu anderen Netzwerkthemen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da bestimmt das eine andere Thema dafür dich dabei ist. Und wenn du ein ganz individuelles Problem hast, wo so ein Online-Kurs vielleicht nicht ausreichend ist, dann findest du auf unserer Webseite auch mein Coaching-Angebot. Dann kann ich dich bei deinen Fragen unterstützen und dir direkt per Teamviewer zeigen, wie das Ganze bei dir eingestellt wird. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir hören uns mal in einem persönlichen Coaching wieder. Und hier habe ich nochmal ein paar Anregungen für dich aus unserem Kanal.